Wie viele andere auch, konnte er den Trainingsbeginn nicht mehr erwarten. Ich glaube, wir sind alle froh. Die letzten Tage vom Urlaub ist kein Urlaub mehr, da denkt man eh noch mehr ans Training und somit sind jetzt alle glücklich, dass wir da sind. Bei den bisherigen beiden Testspielsiegen gehörte Maximilian Sachs jeweils zu den auffälligsten Spielern. Bei Union Mauer bereitete er mit diesem öffnenden Pass auf Manpreet Zakaria das 1:0 durch Alex Grünwald vor. Einen Tag später mit diesem herrlichen Lochpass wiederum das 1:0 durch Kevin Friesen-Bickler. Anlaufschwierigkeiten hatte Max Sachs überhaupt keine. Ja, super erster Eindruck. Das ist jetzt nicht so dahergerät. Ist wirklich ein guter Eindruck und ich freue mich auf jeden Fall auf die Zusammenarbeit. Die ersten Trainings der neuen Saison zeigen, es geht intensiv zur Sache. Der Kampf ums Leiberl ist voll entbrannt. Ja, viele neue Gesichter, jeder will sich beweisen. Ist auch gut so, ich glaube, das braucht man auch. Ein bisschen, ohne geht's nicht und wieder auf jeden Fall. Eine intensive, aber sicher gute Vorbereitung. Am 13. Juli wird die neue Generali Arena eröffnet. Am Trainingsplatz mit dem Stadion im Hintergrund steigt die Vorfreude mit jedem Tag. So ein Stadionspiel, glaube ich, wünscht sich jeder und das wird sicher ein super Erlebnis und eine super Saison.